haben eigentlich eine gute Moral bewiesen, haben gelaufen, haben geackert, haben gefeitet. Also ich vermute mal, es wird eine ganz schwierige Runde für uns, aber wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen. Ja, lieber Coach, es war eine schöne Zeit mit dir. Auch wenn wir dir das ein oder andere graue Haar zugeführt haben. Ich denke, es hat immer Spaß gemacht und ich wünsche dir für den weiteren Lebensweg alles Gute. Ja, wenn es um irgendwelche lustigen Anekdoten geht, dann kommt eigentlich immer ein Satz, den wir relativ oft gehört haben. Wenn es gegen große Gegner ging, die auch ein paar Spiele gewonnen hatten, da kam vom Coach immer, ja Leute, stellt euch vor, ihr habt jetzt einen Dinosaurier vor euch. Ja, alleine kann das ein Neandertaler nicht bewältigen, wenn er seinen eigenen Speer wirft. Aber wenn die Gruppe an Neandertaler den Speer wirft, dann können wir auch den Dinosaurier erlegen. Ja Coach, 5 grandiose Jahre gehen jetzt zu Ende. Ich denke, wir haben ja, viel Spaß gehabt. Es gab auch schlechtere Zeiten, wie es hier so in Flieden so üblich ist, aber die haben auch alle gemeinsam überstanden. Du bist einfach ein super Typ, bleib so wie du bist und ich denke, wir sehen uns an den Sportplätzen der Region. Ja, Coach, auch von mir nochmal herzlichen Dank für die vielen schönen Jahre. Du hast mich ja damals vom Mittelfeldspieler zum Stürmer gemacht, was ich denke ich ganz gut war. Und danke, dass du es verstanden hast, dass ich Kirmes Montag mal einen Tag frei haben muss. Vielen Dank. Coach, es tut mir leid, dass ich am Training am Donnerstag zu spät war. Leider war der Abend davor ein bisschen zu lang. Ich hatte leider noch zu viel Intus. Und der Wecker war leider nicht gestellt. Ich hoffe, Samstag spiele ich trotzdem und vielleicht siehst du irgendwann noch mal ein Tor von mir. Coach, ich weiß, ihr habt dir viele graue Haare bereitet, viele Nerven gekostet. Ja, das hast du ja bald rum. Da hast du dann deine Ruhe von mir. Ich werde den Verein ja auch verlassen und ich hoffe, dass ich fußballerisch viel mitnehmen kann für die Zukunft und dass ich dann irgendwann mal zurückdenke und doch weiß, dass ich einiges gelernt habe. So, lieber Coach, auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei dir zu bedanken für 5 grandiose, lustige, super Jahre. Ja, wenn ich an die Zeit zurückdenke mit dir, fällt mir vor allen Dingen fallen mir die Winterwanderung ein, die immer lustig waren. Es fallen mir die Pfingstfeste ein, Stichwort unsere kleine Farm. Und ich bedanke mich dir recht herzlich. Es war mir eine Ehre, dein Kapitän sein zu dürfen. Auch im Namen der Spieler und Kuchenfrauen ein herzliches Dankeschön, lieber Trainer. Auch Sie haben sich unter dir sehr wohl gefühlt und hatten eine Menge Spaß. Ja, hallo Martin. Natürlich auch ich möchte dir zu deinem wohlverdienten Abschied von der Fußballbühne und der Zukunft alles Gute wünschen. Du tauschst den Platz hier zu meiner Rechten, den du 3 Jahre inne hattest, mit einem Platz auf der Terrasse. Von meiner Seite alles Gute. Ich bedanke mich bei dir für die Tipps und Ratschläge der letzten 3 Jahre und ich hoffe, dass wir den Kontakt halten werden. Bin ich eigentlich relativ sicher und das ein oder andere Mal werde ich ganz sicher deinen Rat benötigen. Und ja, jetzt erstmal für dich alles Gute, genieß die freie Zeit und mal schauen, was die Zukunft bringt. Auf unsere Coach! Halt einfach! Himmel! Hurra! Himmel! Hurra! Himmel! Hurra!
Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.